Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Okay, weiter. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte! Du meinst das etwas, was hinter die Bäume fällt? Ja, das ist wirklich seltsam. Ich muss sehen. Ah ja, geh du noch voraus, lass dir Zeit. Ich halte dich auf. Du kannst wahlweise auch eine Waffe in die Hand nehmen. Eine Minute noch Filter. Wasser. Das muss nicht unbedingt was Gutes bedeuten. Und gut ist bei mir schon, wenn es einfach nur kriecht. Oder schnell zu erledigen ist. Ah, super. Sie sehen mich nicht. 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 Sie sehen mich. Oh fuck. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Falsche Seite. Er sieht mich nicht. Ach, fuck, Scheiße. Okay. Er sieht mich nicht. Was auch immer da ist. Okay, die kämpfen gerade miteinander. Die sind beschäftigt. Sie sehen mich nicht. Was ist hier oben? Wald voller Pilze. Verstehe. Oh fuck! Die flüchten vor etwas. Okay. Wenn sie nicht vor mir flüchten, dann will ich gar nicht wissen, für was sie flüchten. Ich glaube, ich bin ja falsch, oder? Weiß ich nicht. Ich bin hier falsch. Geigerzähler sagt, sorry, Alter, du bist hier falsch. Da fleucht was im Gebüsch. Nichts Wichtiges, gut. Ich trau dieser dämlichen Oberfläche nicht. Okay. Okay. Gleich Gefühl, gleich gibt's hier ganz schön aufs Maul. Was? Ich hab das Gefühl, gleich gibt's hier was aufs Maul. Ja. Munition.
Ach, fuck! Schreib mir weg, du verdammtes Scheißvieh! Und du bleib mir auch weg! Und du! Ganz besonders du! Sonst noch irgendwas hier? Nicht? Gut. Dieses dämliche, basslastige Geräusch im Hintergrund macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Okay. Zwei von denen. Was klingt hier eigentlich so, als würde irgendjemand in der Ferne mit einem Maschinengewehr schießen? Oh, Leute, zur Abwechslung einfach liegen bleiben. Einfach still liegen bleiben. Ich glaube, ich renne nochmal zurück und hol mir mal die Munition von da hinten. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, ne? Wo war die? Die war hier. So. Okay. Gut. Ich hab einen Haufen Geld. Auf einen Haufen Munitionsgeld. Moment, wenn ich hier lang kann, was ist hier? Typ, mit dem ich meine Maske tauschen kann, na super. Sonst noch. Okay. Was in der Richtung? Na, rein gar nichts. Okay. Diese langen Passagen bekommen wir irgendwie nicht. Habe ich irgendwie so dezent im Gefühl. Verdammt. Wir haben auch etwas wenig Filtertime für meinen Geschmack. Okay. Moment, ich muss mich kurz anders hinsetzen. So. Den Arm ein bisschen entlasten. Ich habe so das Gefühl, das große Vieh müssen wir auch nochmal beseitigen. Da ist der Kleine. Oh nein, das sieht so aus, als müssten wir ihn hier beseitigen. Sobald ich hier runterspringe. Ach, meine Hand ist gerade top geworden. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Moment. Wach auf. So. Jetzt geht's wieder. Denke ich. Ist ja nur die Sprungtaste. Komm ich hier runter?
Nein, ich komme hier nicht runter. Und durch den Wald muss ich auch nicht. Hier komme ich runter. Habe ich hier Versteckmöglichkeiten? Wäre schlimm, wenn nicht. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Bleib mir sauber! Bleib mir einfach weg, du verdammte Scheißvieh! Aus dem Weg! Ich muss hier irgendwie rauskommen. Geh auf! Scheiße! Verdammte Scheiße! War's das? Nein, natürlich nicht. Sie beschützt ihren Rücken. Ist dort verletzlich. Okay. Rücken. Bleib mir einfach weg. Bleib mir weg! Na, bleib wo du bist! Scheißegal. Okay. Das blöde Vieh hat sich verdrückt. Hoffentlich sehen wir das nie wieder. Lasst es euch schmecken. Die sind wir los. Gott sei Dank. Okay. Jung, hier! Gott sei Dank bist du da. Du hast deinen Freund mitgebracht. Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? So ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bring sie ihn weg von mir. Meine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich... mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Ah, danke. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom.
Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk. Die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastarde!